When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Ich zeige euch jetzt die finale Terrasse. Das hier ist die finale Terrasse. Hier ist der Grill drunter. Hier haben wir so eine Outdoor-Küche. Die habe ich ja damals mit Obi zusammen selber gebaut. Und die stand früher in unserem alten Haus draußen. Und hier haben wir die dann hingestellt, weil wir gedacht haben, das ist einfach der perfekte Platz für die, weil hier auch noch so eine Lücke ist. Und ja, ist auf jeden Fall mega happy und das ist so praktisch, vor allem mit dem Wasserhahnanschluss. Dann ist hier unser Essbereich. Ich habe alles ziemlich so boho gehalten. Ihr wisst, ich liebe boho. Mila fühlt sich auch richtig wohl. Ich kann euch unten in der Infobox die ganzen Links reinsetzen, woher ich die ganzen Sachen habe. Die paar Platten habe ich vom Hornbach. Dann haben wir hier schöne Lounge Area. Und die Sachen habe ich auch alle vom West Wing. Da gab es eigentlich richtig coole Sachen. Und Anna hat vorhin den Teppich hier vorbeigebracht. Den hat sie von Benuta bestellt. Den hat sie mir geschenkt. Die zwei Tische hier, die sind von H&M Home. Die fand ich auch richtig schön und die passen perfekt hier rein. Dann die Pflanze hier ist von Bergamot. Das ist so ein Online-Shop, wo es so coole Pflanzen gibt. Dann hat mir Anna das hier noch geschenkt. Das hat sie mal bestellt und dachte, die kann es irgendwie bei sich zu Hause aufhängen, aber irgendwie hat es doch nicht reingepasst. Das ist von Maison du Monde. Das wollte ich hier noch an die Wand hängen. Und die Outdoor-Lampen, diese Außenlampen, die habe ich auch vom West Wing bestellt. Die sind mega geil, vor allem weil die strahlen halt so nach außen und es hat nochmal einen anderen Touch, was halt mega ist. Man fühlt sich so richtig wie so im Hotelurlaub. Dann habe ich hier noch die Liegen, die sind von auch vom West Wing, aber die sind von Butlers, die findet ihr auch auf Butlers. Ja, die finde ich mega schön. Diese Kissen habe ich mal von der Fundgrube vom Ikea und die Kissen habe ich von H&M Home. Die waren auch richtig günstig, also 4,99 hat ein Kissenbezug gekostet. Und dann habe ich noch Innenkissen separat dazu geholt. Die Pflanze ist auch vom Bergamot. Und das hier ist der wunderschöne Rasen. Der muss die ganze Zeit feucht bleiben, deswegen läuft die ganze Zeit so ein Rasensprenkler. Hier an der Seite habe ich Blumen reingepflanzt. Ich wollte alles so ein bisschen clean halten, deswegen habe ich mich so für weiße Hortensien entschieden, weil ich die einfach schön finde. Das ist eine meiner Lieblingsblumen. Und hier habe ich weiße Hortensien und Lavendel gepflanzt. Also Mama, nicht ich. Mama geht hier voll auf, das ist voll ihr Ding. Und da hinten habe ich so Rhododendrons reingepflanzt. Und das ist eigentlich alles bunt gemischt. Fand ich irgendwie auch mega schön. Und da in diesem Quadrat, da wissen wir noch nicht ganz genau, was wir da hin machen. Unser Traum wäre eine Sauna. Ein paar haben aber auch einen Whirlpool vorgeschlagen. Wäre halt auch richtig nice. Wir haben hier noch so einen aufblasbaren Whirlpool im Keller. Aber ich weiß nicht, ich bin glaube ich nicht so ein Whirlpool-Mensch. Da hinten im Eck, da sind die Hasen. Und ich zeige es euch mal von der anderen Seite, weil hier komme ich gerade nicht hin, weil sonst werde ich nass. Und hier wird auch der Boden neu gemacht und es wirkt schon viel geiler, Leute. Vor allem hier das Bad. Oh mein Gott, das wird so schön. Da sind die zwei. Ich muss hier dringend auf jeden Fall den Stall misten. Aber ich komme gerade nicht so gut hier hin, weil ich darf nicht auf den Rasen. Aber so sieht es hier aus. Ich weiß gar nicht, könnt ihr das gut erkennen. Hier haben wir auch noch Dings übrig gehabt, Rollrasen. Und dann haben wir den hier komplett bei den Hasen verlegt. Und sobald der fest ist, also weil der quasi halt Wurzeln geschlagen hat, machen wir das hier auf. Und dann können die da hinten rumhoppeln, wie sie wollen. Aber die lieben den Platz hier. Die lieben den Platz hier, weil die können sich da hier unten quasi komplett verstecken. Und ja, genau. Und die sind hier auch gut im Schatten und manchmal sind die auch in der Sonne, weil die Sonne bewegt sich ja halt rum um das Haus. Und manchmal haben die hier Sonne, manchmal nicht.
Und das ist eigentlich ganz gut, weil unser letzter Hase, Bubbele, der ist ja gestorben, weil er einen Hitzeschlag bekommen hat. Und das wollten wir vermeiden. Vor allem, weil Mozart auch noch voll alt ist. Der ist dieses Jahr 10 geworden. Gute Morgen! Grüß Gott. In dem Moment ruft Anna an. Oh, aufgelegt. Ja, Leon und ich sind auf dem Weg zu einem Termin. Und zwar fahren wir heute... Zum Entbindungstermin. Okay, wir sagen so, ich war die ganze Zeit schwanger. Nee, also wir sind auf dem Weg zu unseren Trauringen. Wir haben ja unsere Trauringe von Rauschmeier. Wir haben uns eigentlich auch für Rauschmeier entschieden, weil, ich meine, wir kommen aus Pforzheim. Pforzheim ist Goldstadt. Der Wendler hat's auch. Ja, und genau, und Rauschmeier kennt man hier auf jeden Fall. Also Rauschmeier ist hier im Pforzheim auf jeden Fall ein Name. Und deswegen, ich finde, weiß nicht, das musste einfach ein Rauschmeierring sein. Und wir waren ja schon mal bei einem Beratungstermin. Ich weiß nicht, ob ihr meine Story gesehen habt auf Instagram. Wir haben, also unsere Ringe haben wir schon designt. Und zwar haben die nämlich so einen coolen 3D-Designer. Das war eigentlich richtig cool, weil... Das war eigentlich richtig cool, weil man konnte halt richtig sehen, wie die Ringe dann später aussehen werden. Ja, also ich weiß nicht, was eine Krampffassung ist oder irgendwas, aber jetzt weiß ich es. Weil wir es nämlich in diesem 3D-Designer gesehen haben. Das fand ich irgendwie richtig cool. Und wir sind auf jeden Fall mega gespannt, weil heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag, weil wir holen die nicht nur ab, sondern, oder ich weiß gar nicht, ob wir die heute abholen können, aber wir schauen zu, wie die produziert werden, weil die werden hier im Pforzheim produziert und wir dürfen zuschauen. Da seht ihr die Produktion und eine Sache ganz wichtig, dieser Quarkitensbecher, also die Wendenbecher für die Goldproduktion. Also es ist, ja. Also wie viel war das nochmal wert? Ungefähr 265.000 Euro. Okay. Warte, lass mal eine Szene machen. Okay, und tschüss. Tschüss. Aufregende Tour ging zu Ende. Wir waren komplett bei der Produktion dabei, bei unseren Trauringen und wir haben unsere Ringe. Mega voll. Ich zeige sie euch nochmal später genauer. Aber die sehen so schön aus und genauso wie wir das eigentlich in dem 3D-Designer zusammen konfiguriert haben. Und ja, ich finde sie auf jeden Fall mega schön. Wie findest du deinen Ring? Ich finde meinen Ring ausgesprochen schön, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, den zu tragen. Aber wir machen jetzt erstmal einen kleinen Abstecher zum nächsten Goldankäufer, denn wir haben ein bisschen Staub an den Schuhen. Ja, wir mussten, als wir rausgegangen sind aus der Produktion, mussten wir unsere Schuhe auch abputzen, weil ja, da fliegt halt voll viel Goldstaub rum und es wird aber alles zusammengesammelt und wird nicht weggeworfen, weil da kommt immer noch was zusammen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg wieder nach Hause und heute Nachmittag kommt die Schwiegermama zu Besuch. Die Schwiegermutter. Ja, also Leos Mom kommt heute und sie sieht heute unseren Garten das erste Mal. Die Etage. Und eigentlich auch ihre Etage, wo sie später vielleicht, man weiß es nicht, einzieht. Aber wir wissen nicht, ob sie überhaupt einzieht, weil wir können uns einfach nicht vorstellen, dass sie Bad Wildbad verlässt. Das ist, ja, mal schauen. Also den Platz haben wir auf jeden Fall, es ist alles für sie da. Sie muss sich nur noch entscheiden. Aber wir denken uns halt was, also weißt du, so in Bad Wildbad hat sie so ihre Freunde und ihre Familie und weißt du, bei uns, da hat sie eigentlich niemanden und dann denke ich mir so, die langweilt sich da doch voll zu Tode. Keine Ahnung, aber ich glaube, vielleicht geht sie ja auch da im Dorf ein bisschen. Kann auch sein.
Vielleicht finden sie ja ihre Ruhe dort und so. Ja, wir wissen es nicht. Bleibt spannend. Und so sehen unsere Trauringe aus. Sie sind mega, mega schön geworden. Genau nach unseren Vorstellungen. Es haben sich auch schon einige gewundert, warum ich Gold habe und Leo Silber. Und dass unsere Ringe eigentlich gar nicht gleich aussehen. Aber Leo trägt halt kein Gold und ich trage kein Silber. Und deswegen haben wir gedacht, warum aber nicht? So, warum kann man nicht einfach einen Ring gestalten nach seinem Geschmack? Und heutzutage ist eigentlich alles möglich. Und mit der Gravur dann vereinen wir uns. Und ja, dann wissen wir auch, dass wir zueinander gehören. Aber das wissen wir auch so oder so. Das hier ist mein Ring. Ich habe einen relativ schlichten und dünnen Ring gewählt, weil ich den halt jeden Tag tragen werde. Und dass er halt zu allem passt, fand ich den mega. Und er ist halt komplett ringsum mit Brillanten besetzt. Und ich wollte den auf jeden Fall mit meinem Verlobungsring tragen. Und ich fand die Kombi mega schön. Und das hier ist Leos Ring. Er hat sich für einen Platinring entschieden. Der ist halt komplett matt drumrum. Übrigens, immer wenn ich hier reinkomme, bin ich jedes Mal wieder verwundert, wie anders es hier aussieht. Und es sieht so schön aus, was eigentlich nur eine Kleinigkeit ausmacht. Also, dass man hier einfach die Tür weggemacht hat. Das macht so viel aus, weil wenn man reinkommt, hat man direkt dieses offene Feeling und man hat so einen richtigen Eingangsbereich, wo man halt reinkommt. Und das hat mir persönlich vorher voll gefehlt. Voll froh. Das hier wird auch noch verkleidet. Da haben wir gedacht, wir machen da so schwarze, also wir machen da Holzpaneele quasi dran und die malen wir dann schwarz an. Ich glaube, so ein schwarzer Rahmen sieht auch nochmal ganz cool aus. So mit der Treppe. Also, wir sind jetzt bei Anna angekommen und wir suchen schon die ganze Zeit einen Adapter. Und zwar suchen wir den Adapter für diesen Laptop hier. Und das ist einfach so ein Scheiß, dass man dafür extra einen Adapter braucht, um die SD-Karte reinzumachen. Weil deswegen können wir die ganze Zeit keinen Vlog schneiden, weil wir diesen Adapter nicht finden. Warum? Ganz ehrlich, also das ist wirklich so eine Sache, wo wir uns denken, also Apple, warum macht ihr sowas? Macht das wieder doch anders. Vor allem, die machen da vier USB-C. Für was denn? Für was braucht man denn vier USB-C? Wir brauchen halt SD-Karten. Übel. Es reicht nur zwei, nicht mal das, es reicht nur eins. Ich frage mich halt, wo könnte das sein? Ja, wir haben, also Anna und Juli haben schon Eliana gefragt, wo sie es hingemacht hat, aber sie hat es nicht verstanden. Sie wusste nicht, was wir meinen. Ja, jetzt haben wir einen neuen bestellt und betet, dass es morgen direkt ankommt. Aber manchmal ist es so, ne? Mhm. Manchmal kommt es morgen direkt an. Aber es ist eh so, wenn man es dann aber dringend braucht, dann kommt es dann rechtzeitig an. So, Anna und ich haben jetzt auf der Couch gechillt und ja, haben uns eigentlich drei Stunden angeschwiegen und TikToks angeguckt. War schön mit dir. Ja. Ja. Zwischendurch kam mal ein Lacher. Ja, warte kurz. So geheimnisvoll. Others have the same thing in their house that everyone says is super cool. It could be a hidden cabinet. But mine is this. This. So eine Scheiße. Anna's Fitness Studio. Also hier. Die Ware. Nimm Sonne, nimm Hut. Ich bin halt nachhaltig. Ich benutze keine Tüten. Oh. Ja, also das hier auf jeden Fall. Okay, Dokes. Danke. Und das ist das Zubehör. Boah, ist schwer. Ja, jetzt hast du deinen Hut los, ne? Ja. Ja, das glaube ich. Ja.
Okidoki. Ade. Ne? Ja, tschüss. Das hier auch noch. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht.